Kurz vor Sonnenuntergang suchten Thorolf, Ingvi und Digur Gregors Haus auf. Ryan erhob sich, als er die Brüder auf sich zukommen sah. Thorolf blieb ein paar Schritte vor dem Anführer der Kettenschwinger stehen und sah ihm fest in die Augen. »Ich nehme dein Friedensangebot an, Ire. Wir sind zudem bereit, mit dir zu handeln. Mein Bruder Ingvi verwaltet unser Lager. Er wird die Verhandlungen mit dir führen und dich und deine Frau übermorgen zu deinen Leuten zurückbringen. Bis zu eurer Abreise bleibt ihr Gregors und Hildas Gäste.« Thorolf blickte kurz zu Boden, als müsse er sich besinnen. »Leider gibt es einige Männer unter uns, die nach wie vor deinen Tod wünschen. Um ein Scheitern unseres Abkommens und ein Blutbad zu verhindern, werden unser Schiffsbauer Högni und mein Bruder Digur in den beiden kommenden Nächten abwechselnd eure Bleibe bewachen. Beide sind angesehene Männer unserer Gemeinschaft, keiner wird einen Angriff auf sie wagen. Nun schwöre bei deinem Gott, dass du Frieden halten und weder uns noch unser Vieh bedrohen wirst.« Ryan triumphierte innerlich. Er konnte nun auch den dritten Punkt seines Plans abhaken. Thorolf und sein jüngerer Bruder Ingvi erschienen ihm vertrauenswürdig. Nur den dritten in ihrem Bunde, den hünenhaften Digur, der ihn mit stechend blauen Augen ausdruckslos anstarrte, wusste er nicht richtig einzuordnen. Eines aber schien ihm gewiss. Einen Kampf gegen den großen Krieger würde er, wenn überhaupt, nur mit der Hilfe Gottes überleben. Er hob die Hand zum Schwur. »Ich, Ryan, Sohn des ruhmreichen Königs Mael Shecknail MacMael Runnet, schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, den Frieden zwischen unseren Gemeinschaften zu wahren.« Thorolf ging einen Schritt auf den Iren zu. »Ich, Thorolf Ulriksson, Sohn des ruhmreichen Fürsten Ulrik Ragnarsson, schwöre vor den Göttern meines Volkes, Frieden mit dir und deinen Leuten zu halten.« Er bot Ryan die Hand, in die dieser, ohne zu zögern, einschlug. Am Morgen des nächsten Tages jagte ein kühler Nordwind dichte Wolken über das Land, aus denen sich immer wieder Regenschauer entluden. Als sich das schlechte Wetter am Abend zuvor angekündigt hatte, hatte Gregor die Bänke und den Tisch ins Haus gebracht. Dort ließen sich jetzt Ingvi und Ryan nieder, um den Warentausch auszuhandeln. Katlin setzte sich dazu und übersetzte, während Carla und Enya auf Baumklötzen neben dem Herd hockten. Im Schein des spärlichen, durch den Rauchabzug fallenden Lichts brachte Carla der Iren den Umgang mit der Spindel bei. Gregor und Hilda waren nach draußen gegangen, er, um unter dem Unterstand an einer Truhe zu werkeln, sie, um nach den Kohlemeilern im Wald zu sehen. Ingvi war verwundert, wie viele Dinge den Kettenschwingern fehlten. Vor allem waren es Flachs und Wolle für die Herstellung neuer Kleidung, aber sie hatten auch kein Saatgut für den Acker, den sie nach Ryans Worten dem Wald bereits abgerungen hatten.